Und jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Christian Sievers. Guten Abend Ihnen allen. Vieles ist noch unklar, aber ein historischer Fakt steht fest. Die kommende Präsidentschaftswahl in den USA wird die erste seit 1976, also seit fast einem halben Jahrhundert, bei der auf dem Ticket weder Bush noch Clinton oder Biden steht. Joe Biden verzichtet nach über 50 Jahren in öffentlichen Ämtern. Ein Ende, das er sich anders vorgestellt hatte. Ein Wahlkampf, den sich auch seine Partei anders vorgestellt hatte. Die Partei, die jetzt eine Nachfolgerin braucht, einen Nachfolger und dabei zwei Szenarien vor Augen hat. Auf der einen Seite die Chance, einen basisdemokratischen Neuanfang zu wagen. Auf der anderen Seite die Gefahr, mit einem schmutzigen Machtkampf ins Chaos abzugleiten. Aus Washington, Heike Slansky. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt, nachdem Biden seine Kandidatur zurückgezogen hat. Kamala Harris, bisher Bidens Vize, hat den Segen von ihrem Chef bekommen und ist voll des Lobes für ihn. Kein Wort zu ihren eigenen Ambitionen. Joe Bidens Vermächtnis an Errungenschaften der letzten drei Jahre ist in der modernen Geschichte unübertroffen. In nur einer Amtsperiode. Ja, Sie dürfen klatschen. Anerkennung und Respekt für Joe Biden, der nun doch aus dem Rennen steigt. Meinungen vor dem Weißen Haus in Washington, als die Nachricht hereinplatzte. Team Biden-Harris ist Geschichte. Der Präsident hat die beste Entscheidung für uns, das Land und die Partei getroffen. Er hat verstanden, die Partei braucht jetzt jemand anderen. Großartig, er hat die richtige Entscheidung getroffen. Schreckliche Neuigkeiten. Biden hat die meisten Stimmen bekommen. Er sollte der Kandidat sein. Es gab genug Spaltung innerhalb der Demokratischen Partei. Es ist jetzt die Zeit für Einheit. Die Vizepräsidentin ist erfahren und die richtige Person für diesen Moment. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, tritt aus Bidens Schatten, wirft ihren Hut in den Ring. Sie will die Nominierung verdienen und gewinnen, kündigt sie schriftlich an und erntet viel Zuspruch. Es gibt keine Zeit für Bitterkeit. Wir müssen uns hinter dem neuen Team vereinen, mit Harris an der Spitze und nach vorne schauen. Biden hat eine schwere Entscheidung getroffen im Interesse unserer Nation, um sicherzustellen, dass Trump nicht ins Weiße Haus zurückkehrt. Ich bewundere, ich respektiere, ich liebe Joe Biden. Biden mit Covid infiziert zog die Notbremse. Immer mehr Parteifreunde und Geldgeber wandten sich ab. Die Zustimmungswerte im Sinkflug. Keine 24 Stunden später stellen sich auch die Parteigrößen hinter Harris, darunter potenzielle Rivalen, denen eigene Ambitionen nachgesagt werden, wie den Gouverneuren aus Kalifornien, Pennsylvania oder Kentucky. Ich freue mich, Vizepräsidentin Harris uneingeschränkt als nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu unterstützen. Ein politisches Erdbeben rund 100 Tage vor der US-Wahl. Harris gibt sich kämpferisch, hat innerhalb kürzester Zeit bereits rund 50 Millionen Dollar eingesammelt. Doch am Ziel ist sie noch nicht. Ja, und wie zeigt sich die Situation aus der Sicht des aktuell noch verbliebenen Bewerbers? Donald Trump sieht plötzlich selbst alt aus. Zumindest mal nach Jahren. Ob auch sonst, wird sich zeigen. Ist es für Trump jetzt leichter geworden, die Wahl zu gewinnen oder schwieriger? Und seine Partei stellt noch eine andere Frage. Wenn ein Präsident sich nicht mehr in der Lage sieht, weiter Wahlkampf zu machen, wie kann er dann weiter regieren? Dazu Luc Walport. Für die überzeugten Trump-Anhänger ändert sich eigentlich nichts. Der Sieg ihres Idols ist für sie eh ausgemachte Sache. Alles andere wäre Wahlbetrug. Trump selbst hatte sich vorsorglich schon am Samstag beim Wahlkampf in Michigan auf Kamala Harris eingestellt. In gewohnt beleidigender und menschenverachtender Manier machte er sich über die zweithöchste Amtsträgerin des Landes lustig. Ich nenne sie die lachende Kamala. Ihr Lachen sagt viel, wissen Sie. Es ist völlig verrückt. Kamala Harris ist bescheuert. Jenseits der Polemik aber sortieren sich Trumps Wahlkampfstrategen in aller Eile neu.
Sollte Kamala Harris, die Ex-Staatsanwältin, im August beim Parteitag der Demokraten bestätigt werden, wird es für Trump möglicherweise schwieriger, unentschiedene Wähler der Mitte für sich zu gewinnen. Denn Harris ist jünger, sie ist nicht weiß und vor allem, sie ist eine Frau. Sie könnte bei Amerikanerinnen punkten, die die radikalen Positionen von Trumps Abtreibungsgegnern ablehnen. Das Trump-Lager versucht deshalb, Harris vor allem als Versagerin beim Grenzschutz abzustempeln. Sie habe ungebremste Einwanderung zugelassen. Kamala Harris ist für alle Misserfolge der letzten 3,5 Jahre mitverantwortlich. Für Rekordzahlen illegaler Einwanderer, für explodierende Inflation, unter der Familien im ganzen Land leiden. Tatsächlich sank die Inflation in 3 Jahren von 7 auf 3%, aber Fakten zählen in diesem Wahlkampf kaum. Bidens Rückzug nutzen die Republikaner als Steilvorlage. Der Mann sei auch als Präsident nicht mehr amtsfähig. Wenn allen klar ist, dass er nicht in der Lage ist, einen Wahlkampf zu führen, dann kann er auch nicht das Land führen. Er verfügt über die Nuklearcodes, muss täglich wichtige Entscheidungen treffen und hat dazu nicht mehr die Befähigung. Donald Trump wird sich auch auf eine Gegnerin wie Kamala Harris einstellen. Im November hat das Land dann die Wahl zwischen einem verurteilten Straftäter und einer ehemaligen Strafverfolgerin. Gehen wir live nach Washington DC zu Jeff Rathke. Er ist Präsident des American German Institute an der Johns Hopkins Universität. Herr Rathke, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Beginnen wir vielleicht mit dem, was die Republikaner jetzt bereits androhen, nämlich das alles rechtlich prüfen zu lassen. Also mal eben so die Kandidaten wechseln. Ist das auch rechtlich problematisch? Wird am Ende alles vor dem Supreme Court landen eventuell? Ich glaube, diese Einwände seitens der Republikaner haben eher politischer Natur als juristisch. Also der Parteitag erst Ende August sollte dann den Kandidaten Biden oder jetzt vielleicht die Kandidatin Harris bestätigen. Also bis daher ist alles offen, was die juristische Seite angeht. Insofern meinen die meisten Wahlexperten hier, es sei ziemlich schwierig, irgendwie gegen Harris Klage zu erheben. Heißt denn das, dass die Republikaner nervös werden aktuell, also zumindest nervöser, als sie es beim Gegner Biden waren? Vielleicht. Man merkt, es gab gewisse Angriffslinien von den Republikanern gegenüber Präsidenten Biden. Und jetzt müssen sie sich umstellen. Und in den letzten 24 Stunden haben die vielleicht nicht dann die Linie bisher gefunden, aber es ist erst 24 Stunden seit dieser Ankündigung von Joe Biden. Gucken wir einen Moment auf Kamala Harris. Ihre Performance als Vizepräsidentin war suboptimal, um es vorsichtig zu sagen. Dennoch scheint jetzt ja alles auf sie zuzulaufen. Wäre nicht ein kompletter Neuanfang am Ende attraktiver, weil eben viele auch sagen, wir müssen jetzt ganz frisch anfangen? Ja, also wir sind 106 Tage vor den Wahlen. Insofern ist es nicht so einfach, ein neues Prozedere herzustellen und durchzulaufen. Und es ist auch vielleicht gut in Auge zu fassen, also der Job des Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentin ist wirklich nicht also Konkurrent oder Wettbewerber für den Amtsinhaber zu sein, sondern eher im Hintergrund zu stehen und bereit zu sein. Insofern zeigt sich Harris jetzt bereit, diese Kandidatur zu nehmen und zu verfolgen. Sie haben es gerade schon ganz kurz angesprochen, so im Nebensatz. Und wir haben das ja in den letzten 24 Stunden auch noch mal deutlich gelernt. Geld spielt eine Riesenrolle
im Wahlkampf, wie immer in US-Wahlkämpfen. Joe Biden war quasi geliefert, als die Spender ausblieben. Jetzt kommt gerade die Eilmeldung, Harris teilt mit, sie habe in den letzten 24 Stunden 81 Millionen US-Dollar zusammengebracht. Ist das am Ende die zentrale Frage, die alles entscheidende Frage, wer bringt mehr Geld zusammen? Nee, das ist nicht die entscheidende Frage, aber natürlich ohne Geld kann man keinen modernen Wahlkampf führen. Das braucht man, aber man braucht auch eine klare Botschaft, die Wählergruppen begeistert und die man liefern kann. Und darauf kommt es jetzt an und darauf sollte man aufmerksam aufpassen. Herr Rathgen, noch eine Frage zu Joe Biden. Hat er sich einen Gefallen getan, als Präsident jetzt weiter im Amt zu bleiben, solange seine Amtszeit noch läuft? Er ist doch jetzt sowas wie ein kompletter Lame Duck. Ja, also es gibt zwei unterschiedliche Aufgaben eines Präsidenten. Erstens das Amt auszuführen, auszuüben. Und die zweite Aufgabe ist dann für die Wiederwahl zu kandidieren. Und die sind nicht, das sind nicht die gleichen Aufgaben. Insofern kann Joe Biden nach meiner Sicht das Amt ausüben, Präsident bleiben bis zum 20. Januar 2025. Und ob er Lame Duck ist, also der Kongress macht verhältnismäßig wenig in den kommenden Tagen. Insofern hat er die exekutive Macht und spielt von daher immer noch eine wichtige Rolle. Aber natürlich ist alle Aufmerksamkeit jetzt auf die Wahlen. Sagt Jeff Rathke von der Johns Hopkins Universität in Washington. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Abend live bei uns. Sehr gerne. Der Bundeskanzler geht davon aus, dass es auch nach der Amtszeit von US-Präsident Biden enge transatlantische Beziehungen geben wird. Er wolle sich nicht in den Wahlkampf einmischen, sagt Olaf Scholz. Er sagt auch, Deutschland bereite sich auf alle denkbaren Möglichkeiten vor. Denkbar ist in der Tat die Möglichkeit Trump. Und mit ihm die hohe Wahrscheinlichkeit, dass dann Deutschland sehr viel mehr für die eigene Verteidigung tun müsste. Was der Kanzler ja bereits nach Russlands Angriff auf die Ukraine versprochen hatte. Stichwort Zeitenwende. Beim Blick in die tatsächliche Haushaltsplanung der Regierung sind sie bei der Bundeswehr allerdings einigermaßen verwundert bis verstört. Eine echte finanzielle Zeitenwende sei das nicht. Ines Tramps. Boris Pistorius fliegt ein beim ABC-Abwehrkommando in Bruchsal, Sommertour des Verteidigungsministers. Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Kampfmitteln, die Aufgabe dieser Spezialkräfte. Im Gepäck hat der beliebteste deutsche Minister eine empfindliche Niederlage. Statt, wie von ihm gefordert, knapp 7 Milliarden Euro, bekommt sein Etat nur rund 1 Milliarde mehr. Das entspräche nicht der Bedrohungslage, warnte er. Heute will er beruhigen, ein bisschen. Ich habe auch nicht gesagt, dass wir ohne die Mittel nicht geschützt sind. Ich habe nur gesagt, ich kann nicht die Beschaffung auslösen, die die Bedrohungslage eigentlich erfordern würde. Nicht so schnell auslösen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Dekontaminierung eines Fahrzeugs, der Minister packt mit an. Bleibt der Haushalt so, müssen Anschaffungen warten. Im parlamentarischen Verfahren will er weiter für mehr Geld kämpfen. Das schreibt er der Truppe in einem Brief. Die hatte mehr erwartet. Insofern bin ich schon etwas enttäuscht, dass die Mittelzuweisungen nicht den Erwartungen entspricht, wie sie der Minister dann auch für uns versucht hat durchzusetzen. Aber ich bin zuversichtlich, dass er an seinem Kurs festhält und dass sich das auf der Zeitachse über die längere Sicht noch heilen wird. 420 Kilometer weiter südlich der Kanzler, hoch oben auf der Reiteralpe, bei der Gebirgsjägerbrigade spezialisiert auf extremes alpines Gelände. Von Olaf Scholz bislang kaum Rückhalt für die Ausgabenwünsche seines Verteidigungsministers. Einige meinen, er und Teile der SPD ließen ihn hängen. Heute vom Kanzler nur erneut der Verweis auf einen angekündigten Sprung im Etat in 4 Jahren. 2028 wird der Bundeswehrhaushalt alleine 80 Milliarden betragen, weil wir dann nicht mehr auf das Sondervermögen zurückgreifen können. Mit dieser langfristigen Perspektive kann die
Bundeswehr sich auch ganz anders aufstellen als in der Vergangenheit. Bislang eine reine Ankündigung. Völlig unklar, wie ein solcher Etat zu stemmen ist. Auch wer dann die Bundesregierung stellen wird. Nachfragen auf der Alpe nicht zugelassen. Die, die die Zeitenwende umsetzen, erleben das Ringen um mehr Geld. Und eine neue Bedrohungslage für sie ganz persönlich. Für mich hat sich das verändert, dass in der Familie mehr darüber geredet wird, falls was passieren könnte, dass ich auch einberufen werde. Oder auch bei Freunden ist halt eine leichte Anspannung auch zu merken. Im September geht der Haushalt in den Bundestag. Der Minister will nachbessern, der Kanzler wohl eher keinen Nachschlag gewähren. Klar ist, der Streit um den Verteidigungsetat hat gerade erst begonnen. Ja, viele Tiere bei der Bundeswehr haben wir gleich noch mitgelernt. Weitere Reaktionen jetzt auf den beiden Rückzug in der Übersicht mit dir, Christopher. Und da bleiben wir in Deutschland. Neben Bundeskanzler Scholz hat sich auch Außenministerin Baerbock anerkennend über Bidens Rückzug geäußert. Außerdem betonte sie am Abend im ZDF, dass Europa, egal wer künftig in den USA regiere, mehr investieren müsse. Unabhängig davon, wie diese Wahl in den USA ausgeht, ist klar, dass Europa stärker werden muss und insbesondere mehr für seine eigene Sicherheit, Verteidigung und die Stärkung unserer Freiheit sorgen muss. Die Chefin des US Secret Service, Kimberly Cheadle, hat das Versagen ihrer Behörde eingestanden. Es ging um das Attentat auf Donald Trump. Sie übernehme die volle Verantwortung und werde alles daran setzen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederhole, so Cheadle vor einem Ausschuss des Kongresses. Trump war am 13. Juli von einem 20-Jährigen mit einem Gewehr angeschossen worden. Der Täter war dabei auf ein nur 150 Meter entferntes Dach mit freier Schussbahn gelangt. Ein Zuschauer der Veranstaltung starb. EU-Chefdiplomat Borrell hat den Boykott eines von Ungarn geplanten Außenministertreffens in Budapest angekündigt. Hintergrund sind die unabgesprochenen Treffen von Ministerpräsident Orbán, unter anderem mit Russlands Präsident Putin und Chinas Staatschef Xi. Bei einem Treffen in Brüssel hatten sich die Außenminister mehrerer Mitgliedstaaten gegen einen Boykott während der ungarischen Ratspräsidentschaft ausgesprochen, etwa aus Spanien und Luxemburg. Israel hat zwei weitere von der Hamas entführte Geiseln für tot erklärt. Laut Geheimdienst handelt es sich um einen 35-jährigen Musiker und einen 76-jährigen Historiker. Bei einem israelischen Angriff im Süden des Gazastreifens sind mindestens 70 Palästinenser getötet worden. Das berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf Krankenhausmitarbeiter. Israel hatte eine Evakuierung angeordnet und sagt, die Hamas habe von dort aus Raketen auf Israel abgeschossen. Der Kampf gegen AIDS hat große Fortschritte gemacht und ist dennoch nicht am Ziel. Er droht vielmehr, sein Ziel zu verfehlen. Bis 2030 wollten die Vereinten Nationen die Immunschwächekrankheit weitgehend besiegen. Das ist in knapp 6 Jahren. Auch der große Auflauf zur 25. Welt-AIDS-Konferenz in München heute, mehr als 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin weltweit jede Minute ein Mensch an den Folgen von AIDS stirbt. Julian Schmidt-Ferrand berichtet. Katholisch, hetero, vom Land und HIV-positiv. Lange machte sich Hildegard Stadler Vorwürfe dafür, dass sie sich infiziert hat. Die Diagnose teilte sie nur mit Vertrauten, aus Angst vor Vorurteilen. Ich war lange alleinerziehend, ist ja bei uns auf dem Dorf auch. Du bist nicht verheiratet, du bist nicht, passt nicht so ins Muster rein. Da bist du ja selber schuld, dass du das hast, dass dir so geht. Brauchst du jetzt nicht jammern. Bei der Welt-AIDS-Konferenz sprechen sie über die Stigmatisierung, aber auch die Ausbreitung des Virus. In Deutschland steigen die Zahlen zwar leicht, mit 2200 Neuinfektionen aber nur auf das Niveau vor Corona. Weltweit sinken die Zahlen seit Jahren. Sorgen bereitet allerdings die Entwicklung in Osteuropa und Zentralasien. Hier stiegen die Neuinfektionen zuletzt. Im vergangenen Jahr steckten sich 140.000 Menschen mit dem Virus an. Sie protestieren gegen die Gründe dahinter auf der Konferenz. Trans Rights Now, die Ausgrenzung von LGBTQI, aber auch von Sexarbeitenden und Drogenkonsumierenden erschweren die HIV-Prävention.
Ausgrenzung gab und gibt es auch in Deutschland. Vor ihrer Diagnose wusste Hildegard Stöttler wenig über HIV. Nur die Schlagzeilen der 1980er und 90er schwirrten durch ihren Kopf. Man fühlt sich schmutzig. Man hat natürlich keine Lust auf Sex oder auf körperliche Nähe, denn einfach eben, es ist immer das Risiko da. Du könntest ja jemanden infizieren, du könntest ja jemanden anstecken und das ist, obwohl ich eben heute weiß, das ist nicht so. Der Kampf gegen AIDS, man kann ihn erfolgreich führen. Wie in Subsahara-Afrika. Hier sinken die Zahlen durch erfolgreiche Präventionsprogramme. Doch es braucht mehr Geld, fordert UNAIDS. Und den Zugang für alle zu einer neuen Spritze, die mit 2 Injektionen im Jahr schützen soll. Das Medikament ist für reiche Länder bepreist. Diese Ungerechtigkeit hat uns im Kampf gegen HIV nie geholfen. Auch dieser Patient möchte sich nicht zeigen, aus Sorge vor Vorurteilen. Dabei gibt es seit Jahren Tabletten, die die Infektion vollständig eindämmen. Dazu kommt, dass die Therapie auch die Übertragung verhindert. Wir bezeichnen das als Schutz durch Therapie. Und damit besteht auch für Partnerinnen und Partner von Menschen mit HIV keinerlei Übertragungsgefahr. Put people first. Sichtbarkeit ist das Motto der diesjährigen Konferenz. Für eine Welt, in der sich Menschen wie Hildegard Stadler nicht verstecken müssen. So, jetzt weiter mit der Wirtschaft. Und da schauen wir auf ein deutsches Traditionsunternehmen, das vor der Pleite steht, Christopher. Genau, es geht um den Batteriekonzern Varta. Der kämpft ums Überleben und hat jetzt mit einem radikalen Schritt für Aufsehen gesorgt. Valerie Haller in Frankfurt. Wie will Varta denn die drohende Insolvenz abwenden? Also Varta versucht den Neustart mit einem harten Schuldenschnitt. Es will dafür ein relativ neues Verfahren anwenden, das Unternehmen vor Insolvenz bewahren soll, wenn sie zwar hoch verschuldet sind, ihr Geschäft aber noch profitabel ist. Ja, und wenn das durchgeht, werden die Anteile der bisherigen Aktionäre de facto wertlos. Die Banken und die Hedgefonds müssten aber mitspielen und ihnen schuldet Varta fast eine halbe Milliarde Euro. Das ganze Ausmaß der Krise zeigt sich heute. -69%. Anleger haben Angst vor einem Totalverlust. Varta ist schon länger schwer angeschlagen. Der Erfolg fußte unter anderem auf einer wiederaufladbaren Batterie. Einziger Kunde, Apple. Varta baute die Produktion aus, nahm Schulden auf. Und als die Amerikaner auf einen weiteren Lieferanten setzten, blieb Varta auf vielen Batterien sitzen. Dann stiegen noch die Energiepreise und die Existenzkrise nahm ihren Lauf. Tja, gibt es denn Interessenten, die Varta jetzt beispringen könnten? Also das könnte Porsche sein. Die VW-Tochter arbeitet mit Varta jetzt schon eng zusammen, hat vor allem Interesse an dessen E-Auto-Batterien. Eine Rettung wäre nicht nur für die rund 4000 Mitarbeiter wünschenswert. In einer Zeit, in der Europa auf eine unabhängige Batterieindustrie setzt, wäre das Varta-Aus vermutlich ein echter Verlust. Vielen Dank an die Börse, Valerie Haller. Der Anteil von Frauen in den Chefetagen deutscher börsennotierter Unternehmen ist so hoch wie nie. Laut einer Studie der Initiative FIDA kletterte ihr Anteil an Posten in den Aufsichtsräten bis Mai auf 37,3%. Das sind 2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Betrachtet wurden 180 Konzerne. Bei den Vorständen liegt der Frauenanteil bei knapp 20%. Auch das eine leichte Zunahme gegenüber dem Vorjahr. Nur noch 4 Tage, dann beginnen in Paris die Olympischen Sommerspiele mit der Eröffnungsfeier an und auf der Seine. Ein Großteil der deutschen Olympiamannschaft ist bereits im Olympischen Dorf eingezogen, darunter auch das deutsche Hockeyteam. Der Frauen. Frankreich-Staatspräsident Macron sagte heute beim Besuch des Dorfes, Paris ist bereit. Ein Großaufgebot von Polizei und Armee soll die Veranstaltungen sichern. So, und jetzt ein Höhepunkt für Musikfans, speziell für alle, die Musik gleich doppelt lieben, wenn sie an ungewöhnlichen Orten zu genießen ist. Über die Wunder des Rheingau-Musikfestivals berichten wir jetzt nicht, weil es quasi hier direkt vor unserem Studio beginnt, sondern weil es ohne jeden Lokalstolz eines der ganz großen Klassikfestivals ist in Europa. Zum 37. Mal bereits. Aber reden darüber ist im Grunde Quatsch. Wir zeigen es Ihnen jetzt mit Peter Theisen und Sie können selbst sehen und hören natürlich.
Wenn im Sommer zwischen Wein und Wald solche Musik erschallt, dann sind einige der ganz Großen mit an Bord. Jonas Kaufmann, der Startenor, kehrt nach vielen Jahren diesmal mit seiner Frau in den Rheingau zurück. Staunen kann er immer noch über die großartige Landschaft hier über Wiesbaden. Welches Lied kommt ihm da spontan in den Sinn? Ich weiß nicht, was soll's bedeuten, dass ich so traurig bin, dass die Lorelei. Diesmal aber singt der Klassiker der Filmmusik, oft unterschätzt. Dabei transportierten sie die ganz großen Gefühle. Deshalb finde ich diese Musik so unglaublich schön und wichtig und eigentlich auch so qualitätvoll, dass es sehr, sehr verdient hat, auch von den großen Musikern wahrgenommen zu werden. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria. Die Bühnen des Rheingaus, sie gehören sicher zu den schönsten Europas, wie die kleine Seebühne von Schloss Vollraths, die auch das Saxophon von Candy Dulfer scheinbar mühelos zum Vibrieren bringt. Ich spiele Saxophon, also spiele ich ja mit dieser Luft hier um uns herum. Die Natur spielt so eine große Rolle, wir vergessen das manchmal. Dabei schenkt uns das Grün hier so viele gute Vibes. Gute Vibes, Wein und Gesang wäre auch kein schlechtes Motto für dieses Festival, das einige der größten Stars in den Rheingau lockt. Und er, Lang Lang, bringt diesmal seine Frau mit, Gina Alice, die an ihren Geburtsort zurückkehrt. Es ist real, aber irgendwie auch surreal. Ich bin in Wiesbaden geboren, jetzt spiele ich mit meinem Ehemann zusammen hier. Zu Hause reden wir übrigens gar nicht so viel über Musik und wie wir diese oder jene Passage spielen. Sonst würden wir uns ja verrückt machen. That would be crazy, actually. Weil wir uns auf allen Ebenen so tief verstehen, haben wir auch diese besondere Chemie und es ist nur ein Blick nötig. Es ist einfach was ganz Besonderes, zusammen Musik zu machen. Ein Festivalsommer der Superlative, der noch lange nicht vorüber ist. Ja, schön. Zusammen Musik machen, zusammen Musik hören. Danke, dass Sie dabei waren vom gesamten Heute-Journal-Team. Und wir empfehlen Ihnen das Heute-Journal-Update gegen 5:45 mit Nazan Göktemir. Bis morgen. Ihnen allen einen angenehmen Abend. Tschüss. Ciao. Guten Abend. Sommerlich ja, heiß nein. So können wir die Temperaturen im westlichen Mitteleuropa morgen beschreiben mit 25 bis 27 Grad. Die ganz große Hitze, die ja Südosteuropa lange im Griff hatte, die ist morgen dort weg. Dort liegen die Höchsttemperaturen um 30 Grad. Aber es gibt noch Hitze in Europa. In Zentralspanien werden morgen bis zu 39 Grad erreicht. Dass es bei uns etwas kühler geworden ist, das liegt an Tiefs. Und das nächste Tief liegt schon bereit. Das Tief Ilse, das bringt uns morgen neue Regenschauer und Gewitter von Nordwesten. Und dann sehen Sie auch schon das Wetter von Mittwoch und Donnerstag. Das ist das Hoch Gustav. Heute Nacht gibt es einige Regenschauer am Alpenrand und in der zweiten Nachthälfte setzt dann in Schleswig-Holstein bereits Regen ein. Sonst wird das eine ruhige Nacht, zum Teil auch klar. Und die Temperaturen sinken auf 17 Grad ganz im Westen und bis auf 11 Grad in der Uckermark. Und morgen erwarten uns Höchsttemperaturen von 21 Grad an der Nordsee oder auch im Sauerland und bis zu 28 Grad in Thüringen oder in Sachsen. Am Vormittag kann es an der Donau noch letzte Regenschauer geben. Dann wird es erstmal freundlich, aber dann kommt Tief Ilse heran mit Regenschauern und Gewittern. Und die breiten sich im Laufe des Nachmittags weiter aus, erreichen dann auch Mecklenburg-Vorpommern, den Harz und den Main. Am Mittwoch kann es noch letzte Regenschauer ganz im Osten geben. Danach wird es sehr sonnig und warm, bevor dann am Freitag neue Schauer und Gewitter von Nordwesten herankommen. Guten Abend.